Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Marsch. Ich fahre gerade ein Stück bisschen Outdrive-Kurs ein. So Stück für Stück den Kurs erweitern. Ich fahre den komplett alleine ein. Mehr oder weniger, ja, komplett alleine kann man sagen. Ist ja keiner da. Und heute werden wir die Wiese 12 mähen, beziehungsweise Feld 12, und werde gleich mal die Ballen einsammeln. Und zwar ist da ein Traktor, der hat sich auf den Ballen raufgefahren, und holen wir gleich mal ab. Mal schauen, dass ich hier das so hinkriege, dass wir nicht uns den Kurs zum Nachbarkurs anschließen werden. Jetzt halte ich mal ganz kurz Optionen reingehen. Kurz da rein. Nein. Anwenden. Sonst schließen wir uns gleich den Kurs nebenan wieder an. Und das ist in dem Fall noch nicht gewollt. Mein Raps hat nicht mehr aufgewachsen. Naja, gut. Wenn es mit dem Raps nicht klappen wollte und mit anderen Getreide, gut, das ja mit Raps wegen Bier nicht, aber wegen, ne? Aber er kann im Herbst ja auch noch wachsen, ne? So, machen wir die Aufnahme zu Ende hier. Und nehmen wir gleich die Ballen hier auf, und zwar besonders den einen beim Traktor. Und gleich die nächsten Ballen auch gleich, die hier so rumspielen. Und dann können die weiterfahren, ne? So, schauen wir mal. Wer es den Kurs gespeichert hat, ich glaube eher nicht. Das ist nicht gut. Ja. Das wäre schlecht. Da was gespeichert. Feld 12. Nee, 12. Mähen, Rasbahn 2. Hat der andere gespeichert? Das ist Düngen. Der hat auch keinen. Dann müssen wir tricksen. Und zwar nehmen wir uns gleich den mit Mäh weg. Und tun mal so, wenn wir den Kurs wieder berechnen, und zwar an der Kurve, wo wir angefangen haben. C. Das heißt C, dass wir gucken können. Da fangen wir hier vorne wieder an, da fahren wir hin. Und da können wir die ganzen Kurse berechnet lassen, da können wir die beiden Fahrzeuge entsprechend drauf kopieren und dann können wir da entsprechend die Arbeit fortsetzen. So machen wir das. Denn er hat ja mindestens noch die weit über die Hälfte. Klar könnte ich doch theoretisch auch jetzt sage ich mit Schwatte und mache einen Schwatt. Einen Schwatt oder so und mache dann Ballenpressen trotzdem. Aber in dem Falle machen wir es so. So, da lassen wir rechnen. Und zwar 12. Wir hatten noch 10 Meter eingestellt gehabt.
10 Meter. Vorwende nochmal 2. Selben Kurs 2. Generiere nochmal 3. So. Zurück. Dann können wir hier speichern und entsprechend links und rechts eintragen. Ja, das ist ja ganz, ist im Grunde ganz einfach. Wenn wir einen Kurs haben, dann haben wir auch einen Kurs. Ne? Ich muss gerade gucken, meine Maus gelassen habe. So, links. Machen wir da links. Und der GCP war links, wie gesagt, stimmt. Der Stände zuerst so. Das kommt. Kurz mal nochmal justieren, ob der richtigen. Ja, richtig. Da sind wir im zweiten. Der müsste jetzt. Den kopieren wir auch. Und der wäre rechts normalerweise. Nehmen wir ganz den. Auf der rechten Seite. Man hätte gleich die Ballen einsammeln, die am Kopfende liegen, ne? Hier ist auch eine spezielle, da ist wieder eine. So, mal kurz manuell anschalten. Gleich die ersten vorne nehmen, ne? Dann werden wir gleich. Könnte ein bisschen mehr nach rechts fahren. So, gut. LKW. Das war nicht der LKW. Und die Fahrzeuge, die wir haben, bekommen zum Schluss, ne? Und gleich mal die Ballen einsammeln hier. Kopfende. Da oben noch zwei, die Bänder gerade sind von Traktoren über Düsen. Denn die haben nicht das Talent, immer dahin zu fahren, wo aktuell mein Ballen ist. Ne? Das nennen wir intelligente Fahrer. So, so muss die Gefahr gebannt für die na, sag schon, für die BGH, Quatsch, für die Futter haben wir, glaube ich, jetzt genug Silageballen. Da sind ja zwei Anhänger, zwei, ja. Wir werden das jetzt zur BGH fahren und zwar immer noch einlagern. Das dauert ja mindestens, ja, oh, ein Tag. bei drei Tagen Jahreszeit ist es ein Tag. So. Ja, unser Getreide will nicht wachsen, ne? Aber wahrscheinlich über Nacht.
So, angekommen. Abgeladen. So. 8000. Ich habe ein bisschen größer genommen. Also es hat doppelte, also im Prinzip sind das schon zwei Fuhren hier. Und drüben sind auch vier. Von der Menge her. Ups. Also so eine Reaktion, da ist glaube ich garantiert Genickstarre. Schleudertrauma. Ich habe jetzt ein bisschen mal den Lüfter angemacht bei mir. Dass sich ein bisschen die Luft bewegt. Zum einen unter den Füßen. Nicht wegen der Füße, sondern weil der Computer unten leichten Wärmestau hat. Und der andere ist seitlich von mir, dass sich bei mir am Kopf ein bisschen noch bewegt. Die Luft nicht so stehen bleibt. Bin ein bisschen verbaut. Hinter mir ist die Blut, die grüne Wand. Und vor mir sind die Computer. Plus Monitore und ein bisschen heiß. Müsste mal zum Nachbarn ein Loch durchschlagen an der Decke, dass die Wärme abziehen kann. Das ist irgendwie äußerst blöd zurzeit. Und das ist noch nicht mal heiß geworden. Gut, jetzt können wir draußen Fenster aufmachen. Das könnt ihr auch näher machen. Denn draußen ist es ein bisschen angenehm noch. Angenehm, ja, 12 Grad, das geht. Er meldet den nächsten Tag mit kühler an. So. Können wir dann gleich düngen hier. Ja, Gras und hoffen wir, dass bald unsere Felder wachsen, ne? Dass wir da ja, was tun können. Ne? Zum einen düngen und vielleicht schon mal, na, die Ernte glaube ich noch nicht dran, aber wäre schön, wenn wir schon mal vorbereiten könnten, nicht ein Ende zu sehen wäre. Ne? Dass wir unser Getreide Richtung Brauerei fahren können. Ja, gleich düngen und dann geht los, ne? Dann können wir auch wieder auf 5 einstellen, auf Geschwindigkeit 5, aber aktuell, ich würde es auch vorher gedüngt haben, ne? Und dazu müsste ich mir noch einen Punkt hier einschreiben, also Felder im Prinzip anschließen, ne? Also Feld Nummer 12 als Ziel. Und Hof muss man auch die Düngefabrik anschließen. Dünger holen und so, ne? Denn dann können wir so eine monoton arbeiten, delegieren, ne? Ja, das ist die Version 1.7. Die Bäckerei dürfte jetzt weg sein, aber
denke mal, das sollte kein Problem sein. Wir verkaufen unser Bier sowieso an die an Edeka oder Aldi oder wie auch immer. Hauptsache die zahlen gut. Die Bäckerei hätte eh nur, naja, Milch einkauft und die verkaufen sowieso im Globalmarkt. Die zahlen dann auch den besten Preis. Bis jetzt jedenfalls. Natürlich abhängig, wer alles Milch verkauft, ne? Aber es ändert sich auch stündlich. Oder sekundenmäßig, kann man sagen. So. So. Und dann gleich mal die B. Ablan. Z. Wie gewollt. So, überlegen. Ja. Weiter arbeiten, ne? Nichts überlegen. Müssten wir irgendwie noch Kurse hier einfahren, ne? Aber aktuell ist hier irgendwo. Ja, unsinnig, ne? Muss man eine richtige Tour einfahren, einen richtigen Kreis. Ja, draußen steht der Raps auch kurz vor der Blüte. Also die ersten Knospen habe ich schon gesehen. Das heißt, 10 Tage weiter ist er in voller Blütenpracht. Und wir haben gerade mal Anfang oder Mitte, ja, Mitte April. Ne? Aber was fehlt, ist aktuell Regen. Ne? Vielleicht kommt Montag ein bisschen. Auch wenn es nicht reichen wird, aber besser wie gar nichts. Ne? Grafikkarte ist heiß, 70 Grad. Aber der Lüfter ist mal bei 1788. Also kann es nicht heiß sein. So, nur ein Spiel, was läuft, ne? Das andere ist hier, ja, Monitor, aber stellen noch nicht viel da. Nur Leistung her. Oh, Mensch, die Zeit vergeht wieder mal. So, liebe Schauer, ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Ja, natürlich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Naja, und dann wird auch morgen auch die Grasende fertig werden, denke ich mal. Tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.